Und damit hallo und herzlich willkommen zu Empire of the Undergrowth. Zu unserem Ameisenfarm. Wir sind immer noch in Mission 2. Ich hatte jetzt befürchtet, dass eigentlich ein Raid wieder ansteht. Sag ich ja. Der Raid steht wieder an. Wir versammeln wieder alles hier oben. Oh, das sind... Nein, das sind eigentlich diese hier. Wir werden alle hier oben versammeln. Alle Mann müssen hier oben sein. Wenn wir nämlich alles hier oben schon haben, dann können die gar nicht erst so tief eindringen. Hoffe ich. Ich meine, das ist jetzt mein Ziel. Oh, ist das ein Gewusel. Aber irgendwo schon ziemlich cool. Komm, lass sie gar nicht... Colony seeks once again to bolster its numbers. Ja. A battalion of slave makers charge into the nest. Oh, da sind tatsächlich welche eine durchgekommen. Na, hier oben. Okay, eine ist rausgekommen. The raiding party is left, and with them they have taken 10% of the Black Ant brood. Okay, 10% haben sie wieder mitgenommen. Matter of time before they return. Ja, sie kommen bald wieder zurück. Das wissen wir ja. Hier haben wir noch ein schönes Nest. Die 2 und die 3. Oh Gott, ist das zu voll für die kurze Einfuhr. Schneid ist hier schon fast zu voll. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. So, jetzt holt euch die Spinne und dann haben wir hier jede Menge Essen wieder. Kommt ihr da hin? Okay, er sammelt erstmal das Essen rein. Das geht natürlich auch. Aber eigentlich könnte das die 1 machen und die 2 könnte durchaus hier so mehr hintreten. Wer Zeit hat, könnte das hier oben mal kaputt machen. So, kommt mal mit. Okay, ihr holt euch die jetzt alle erst. Geht natürlich auch, wenn ihr die heile nach Hause kriegt, wäre das natürlich auch optimal. Aber eigentlich wollte ich die Spinne hier hinten haben. Okay, jetzt haben wir natürlich viel zu viel Essen übrig. Eigentlich hier unten, ne? This colony must remain small for now. Yeah, yeah. Food is too scarce to support greater numbers. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt alle wieder hier reinkriegen. So, kommt ihr erstmal wieder nach hier vorne. Ich meine, euch würde ich ganz gerne schon vorab zur Verteidigung haben. Okay, da geht's nämlich schon los. Brauche ich alle hier vorne. The Sanguinia colony seeks once again to bolster its numbers. A battalion of slaves. Okay, ein paar sind leider durch. Oh Gott, sind das viele. Okay, diesmal wird die Brut ein bisschen stärker drunter leiden, vermute ich unsere. Wenn hier oben kommt, durch das den Eingang kommt da irgendwie keiner durch, aber durch den restlichen. Oh Gott sei Dank haben wir noch jemanden aufgehalten. Ich meine, wir halten die ganz gut noch auf. Okay, kein... Party was no match for the valiant defenders. The brood remains safe for now. Okay, kommt, macht die Nesterleiten fertig. Am besten mal so die 4 hier hinten in die Ecke. Damit das schneller geht. Habt ihr hier unten ja alles leer? Okay, da wäre sogar noch eine Spinne gewesen. Die 3 könnte man da noch hingehen und das Nest leer haben. Müssen wir es jetzt nicht gleich geschafft haben. Jetzt fehlen noch 2 Soldier, dann haben wir es ja sogar schon geschafft. Survive the final wave, okay. So, wann kommt denn die Final Wave? Wäre halt die Frage. Ich finde unsere Soldier den Hammer aus.
Ja, wir haben bei weitem nicht alle Work am Leben und bei weitem nicht alle davon am Leben. Aber irgendwie. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Okay, der nächste Raid, die Final Wave. Mal gucken, ob wir die überleben. Ich habe keine Ahnung, wie heftig das jetzt wird. Aber ich vermute mal nicht, dass die hier unser ganzes Lager jetzt überrennen werden. Wenn den schleppen sie halt ein paar Larven raus. Solange es nur wieder irgendwie 10% sind, bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich meine, hier hinten wuselt ja eigentlich nichts mehr von uns jetzt rum in letzter Zeit. Die Einsätze sind vielleicht mal so. Können wir vielleicht so ein bisschen da noch hinziehen. Die Slavemakers sind zurück. Sie können sense Larve und sie wollen ihren Share. Alter, die haben ja, die verlieren ja nichts an Leben. Ach, du heilige Scheiße. Wie viele sind das denn? Okay, da kommen wir auf jeden Fall jetzt ein paar raus. Oh, verdammt, Alter, sind das viele. Komm, fress sie auf. Ich meine, so ein paar kommen leider durch. Die kriegen wir gerade nicht aufgehalten. Haben wir die Wave überlebt? Wir haben es anscheinend überlebt, okay. The slave makers return to their nest with new black ant larvae to raise as their own. The raids will continue, but this Formica Fusca colony has proved its capacity to endure and grow. Eventually they will surpass their parasitic overseers, and the continued raids of the slave makers will reduce to nothing more than a mere inconvenience for the great black ant empire. Jetzt kann man es nämlich auch so ein extra territory, also größeres Territorium. Und Essen. Oder extra Royal Jelly. Hier könnten wir auf jeden Fall 71 Jelly nehmen. Hätten zwar ein bisschen weniger Food, aber ich glaube, dafür werden wir uns entscheiden. Dann können wir nämlich ein bisschen upgraden. End Level. Okay, wir kriegen noch extra Food und ein bisschen Jelly. Mit dem Jelly können wir nämlich jetzt forschen. Das ist schon mal ganz geil. How is the colony progressing? The Queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Wo gibt's denn unser Essen? Ich meine, es hieß ja, wir kriegen Essen. Sehe ich jetzt zwar nicht so, aber gut. Gucken wir mal wegen dem Jelly erstmal. Wie viel Jelly haben wir denn? 94 Jelly. Wir könnten also natürlich die Black Ant freischalten für unser Formica Fusca. Ganz Attack Speed Level. Da könnten wir nämlich die leveln, unsere Angreifer. Ich glaube, das machen wir auch. Perch. So. Die könnte man jetzt nämlich upgraden und die 15 hätten wir auch noch, dann wären sie nämlich stärker. So. Haben wir jetzt hier drinne? Können wir nämlich jetzt, könnten wir nämlich theoretisch auch welche bauen. Ich habe nämlich bloß keine Ahnung, wo sie das Food platziert haben. Man sieht es halt nicht. Diese extra Food, die uns ja angesprochen, dort versprochen wurden, die sieht man nicht. Das ist natürlich schade. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo dieses Essen sein soll. So und so und so und so. Aber keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt schade, dass dieses Essen nicht da ist. Denn hier oben dürfen wir nicht rein, weil wir nicht vergrößern uns können. Beim letzten Mal war das Essen aber sichtbar. Also ging anscheinend kein Essen diesmal. Ich habe uns jetzt zwar hier ein bisschen ausgebaut, aber hier gibt es anscheinend jetzt diesmal nichts. Mission, you can play a challenge mode. We will provide additional rewards, but level up will challenge mode from the levels. Dialogue. Nein, wir wollen keinen challenge mode machen. Na gut, egal. Wenn wir jetzt hier nichts machen können, bringen wir in die nächste Mission. Formica Challenge 1. Test the May of your Formica Colony will survive whatever. And this will unlock next missions. Okay. Achso, wir müssen jetzt die Challenge 1 machen, um hier in die 2 reinzukommen. Okay, wir müssen also die Challenge machen. Test the might of your familiar colony. Will survive whatever the science have planned. This will unlock the next missions. Okay. Dann starten wir doch in das erste Challenge Mode. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Okay, was sollen wir jetzt machen?
Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. Okay, was gibt's jetzt? Sammelt euch mal, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Was sollen wir denn jetzt machen? Okay. Natürlich, aber wir haben ja... Jetzt werden wir komplett überrannt. Wir haben ja keine Soldiers. Wir haben ja nur Worker hier drinne. Das können wir ja gar nicht überleben. Bin ich jetzt tot? Müssen wir jetzt von neuem anfangen? Das ist natürlich die Frage. Aber das konnte ich nicht ahnen. Also ich meine, woher sollten wir das wissen? What is going on? What happened to the Queen? The ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the former carrion. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Defeated. Former Killerin. Reload. Okay, Reload will ja heißen, wir springen zurück. Aber wir haben jetzt ein klitzekleines Problem. Wir müssten jetzt quasi die Challenges wiederholen. Also die Mission wiederholen für extra Food. Damit wir hier Food reinkriegen und mit diesem Food Work hier Black Ants bauen können. Soldiers. Damit wir hier drin angreifen können. Okay. New Home. Ich meine, defeat all enemies. Die fiel mir eigentlich bald besser. Komm, wir spielen das mal. Nur 600 Foot mehr als auf. Und Medium kriegen wir. Okay, wie kommen wir. Okay, Medium. The New Formica Forest. Okay, Navy Challenge Mode natürlich nicht. Wir spielen, glaube ich, auf normalen Mode. Und das Level nochmal. Und holen uns hier vielleicht nochmal extra Food. Okay. Wir wissen ja jetzt ein bisschen, worum es geht. Also sollte Formica Fusca Queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down there. So wie 50 kostet einer davon, ne? Will need to be vigilant. Ja, aber bevor wir das bauen, brauchen wir erstmal ein Foodlager. Da kommen wir nicht drum rum. Wir brauchen erstmal hier eine Ecke mit Foodlager. So, baut uns die mal aus. Ja, euch können wir leider auch nicht teilen, okay. Jetzt können wir erst auf jeden Fall erstmal schon mal lagern. Das ist schon mal ganz praktisch. So, jetzt arbeitet euch einmal hier durch, damit wir die hier kriegen. Dann werdet ihr gleich die wahrscheinlich noch holen. Und dann können wir die noch holen. Und dann können wir nämlich schon mal vermutlich die ersten schwarzen bauen. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. So, arbeitet euch mal da so ein bisschen. Warte, den lieber nicht. Nicht, dass wir die da versehentlich öffnen. So, und jetzt fangen wir mal an, hier die ersten Black Soldiers zu bauen. Die ersten Krieger zu bauen. Okay, die kommt dahin. Die können jetzt aber. Meine zwei können natürlich auch erstmal dahin. So, meine zwei geht dahin und holt euch schon mal da drüben. Die Larven, da könnt ihr ein bisschen mithelfen. Die eins können eigentlich sonst auch weiter hier drüben schon mal antreten. So, hier in der Ecke noch ein bisschen was. Sehr schön, sehr schön. Die Kolonie wächst und gedeiht. Mal mit vier Kriegern brauchen wir jetzt auch noch nicht, oder drei Krieger, die wir aktuell haben, brauchen wir auch noch nicht unbedingt angreifen, weil ich glaube, wir haben sogar nur zwei Geschlüpfte. So, das heißt, wir werden uns erstmal hier drüben die noch holen. Okay, wir können auf jeden Fall noch weitere, aber wir müssten erstmal welche schlüpfen lassen. Die 1 bitte einmal hier rüber, die 2 auch mal wieder rüber. Damit es einfach schneller geht. Komm, schlüpft Larven. Wir brauchen unbedingt Krieger. Hier haben wir sogar ein 6 von 6 Lager.
This colony must remain small for now. Nein, die Kolonie wächst und wächst und wächst. Support greater numbers. Wenn ich die jetzt so mache. Teilen kann man die irgendwie nicht, ne? Ne, leider kann man die nicht teilen. Das ist echt schade. Warum haben wir nur 2 von 5 bisher von denen? Nummer 2 läuft mal dahin. Wir haben, glaube ich... Ah, jetzt haben wir 4 von... Das ist schon mal gut. Jetzt sind schon mal 4 von denen da. Wo haben wir denn vielleicht einen einzelnen? Okay, da sind 2, 2, 3... Das könnte echt hart werden, da wir auf Medium spielen. 5. Worker. Worker, wir müssen hier mal durch. Würdet ihr euch mal da durcharbeiten? Das wäre sehr famos. Jungs, sie trauen sie sich gerade nicht, habe ich das Gefühl. So. Und einmal da durch jetzt bitte. Man sieht hier schon den Gegner durch die Wand. Wäre schön, wenn hier mal einer von der 1 herkommen würde und da mal aufmachen würde. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens. Na, das schaffen sie. Devil's coach horse. They are born ready for combat. Okay, wir haben einen Worker verloren, aber das macht nichts. Da haben wir nämlich wieder. Und wir bauen nochmal einen Worker da oben in die Ecke, dann haben wir nämlich davon nochmal einen mehr. 6 von 7. Und komm, machen noch einen zweiten. So, brauchen wir nämlich nicht immer alle da oben mit hinschleppen. Wo kann man uns nochmal. Hier können wir uns auf jeden Fall nochmal durchbauen. Kommt mal nochmal runter, alle Mann. 2 schaffen wir also anscheinend locker. There are intruders in the nest. Ja, die Intruders sind nicht so schwierig, solange es nur 2 von denen sind. Und noch nicht diese giftigen Spucker hierbei sind. So, farmt mal nach Hause. Okay, 7 von 7. Und 9 von 9. Okay. Schön weiter Nester bauen. Sehr schön. Habt ihr jetzt hier unten noch Food durchgelassen? Nein. Gut, das heißt, wir können es ja mal hier durchbauen. Hier gibt es nämlich gratis Food nochmal. Während die sich da durcharbeiten, könnte man mal noch welche in Angriff nehmen. Welche können wir dann mal noch in Angriff nehmen? Wir müssen all near creatures killen. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann nämlich hier hinten nochmal durch. Die müssen hier hin und die müssen dahin. Okay, wir haben jetzt 9 von euch. Um ein Nest noch erstmal. So, dann können die erstmal schlüpfen. Wobei der kostet ja bei einem Schlüpfen ja eh nur 5. Von daher könnte man auch gleich noch einen zweiten da hinsetzen. Brauche ich alle unbedingt hier vorne. Mal gucken, wer was alles weg muss, damit wir da durchkommen. Ah, jetzt sind wir durch. Alle Mann Attacke da vorne. Und sie sterben unsere sonst weg hier vorne. Also Attacke. Die stehen gerade, glaube ich, etwas doof da. Die 1 kann eigentlich mal sich zurückziehen. Hier, ja, kommt er schon. Alle Mann Essen sammeln. Guck mal, hier könnt ihr gleich mit aufmachen. So. Da kriegen wir nämlich genug Essen erstmal wieder rein jetzt. Wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. Okay. Weil wir wollen es ja relativ zügig hier durchschaffen, wäre es halt nicht verkehrt. Ja, das kann man nicht wegmachen. Okay, schade. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich wollte gerade erzählen, wenn wir schnell hier oben durchkommen, kommen alle Reds da, alle Soldiers hier oben rein. Wenn wir mit den Soldiers da durchgehen, so gehen wir jetzt ein bisschen schneller.
Da wir alle Enemies killen müssen, müssen wir auch diese hier alle killen. So, sammelt unser Essen. Bringt es nach Hause. Und lasst die Kolonie wachsen. Euch brauche ich mal hier hinten. Ihr müsst mal das Nest dort bauen. Meine Soldiers. Meine Workers. Okay, schön weiterbauen. Ich meine, umso mehr, glaube ich, drumherum sind, umso wahrscheinlicher ist, dass die in der Mitte halt diesen Plus kriegen. Das Nest. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Vielleicht schnellere Wachstum oder sowas. Also es ist gar nicht mal so uninteressant, halt, wo es geht, für den Platz auszunutzen. So, habt ihr hier oben alles leer? Okay. Dann tretet mal an, alle Zweien. Und alle Dreien. Und die Einsen ziehen wir ein bisschen zurück. Füllen einmal hier durch. Und die Zweien immer hier oben bleiben. Immer schön im Rücken bleiben. Ihr seid Krieger. Ihr müsst den hier oben schön kämpfen. Okay, ihr könnt, die Eins kann mit herkommen. Umso mehr, umso besser wir jetzt hier oben haben. Hier wird es heftig werden. Weil hier haben wir ein ziemlich großes Kampfnest. Da würde ich ganz gerne mit mehr rein erst wollen. Das hier wird das nächste sein, was wir uns dann holen. Den haben wir. Und hier unten. Dann hätten wir nämlich in der Nähe schon mal alles befreit. Alle Mann hier ran. Macht erstmal alles weg und dann sammelt das Essen ein in Ruhe. Genau. Ich meine, wir spielen jetzt auf Medium. Beim letzten Mal haben wir das Ganze auf Easy gemacht. Aber ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir es in einer Folge schaffen, den Rest zu machen. Und dann heißt es Challenge Mode beschreiten. Also, wir sehen uns morgen wieder zurück bei Empire of the Undergrowth mit unserer klitzekleinen Ameisenarmee. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.